Was ist das für ein Ding? Dunkelheit! Teleportation? What? Das Ding, was Rox aufgestellt hat, ist hier? War das nicht Nahkörper? Eigentlich schon. Oh, Shion wird ein ziemlich krasser Bossfight. Viel Spaß! Wünsche ich mir jetzt selber. Besiege Shion! Die jetzt ein bisschen rumfliegt. Hier gibt es sogar nebenbei ein Einheitsabzeichen für Mehrspielermodus. Wer Bock hat, kann da ruhig mit mehreren Leuten hier dran kloppen. Ja, das wird ein ziemlicher Spaß. Ja. Aber ich denke, mein Schaden wird getrittelt, wenn ich voller LP habe. Moment, da drüben war irgendwas. Ah, noch ein Emblem. Ein bisschen Emblem sammeln während dem Kampf. Passt irgendwie. Ein Qualabzeichen. Muss ich auch mal probieren. Kampf in schwierigen Modus. Das wäre sicher auch irgendwie cool. So, die Shion, mehr oder weniger, haut ganz schön rein. Und nicht unterschätzen, Leute, das ist der größte Fehler, den ich machen könnte. Da oben ist ja noch ein Problem, aber wie kriege ich das? Ich finde cool, dass hier ein bisschen die Kingdom Hearts 1 Musik verwendet wird. Die passt hier irgendwie. So, und die kriege ich. Ah, das Qualwappen gekriegt. Einfach mal so. Mal schauen, ob ich das kriege. Und Shion greift sehr schnell an. Und was aus ihr geworden ist. Das sieht irgendwie aus wie ein Roboter. Ah! Diese Blocken probieren, aber geht nicht ewig. Hups! Nein! Ah, die durchschlägt meine Verteidigung, wenn ich blocke. Das ist sehr dreist. Ja. Einmal kann ich blocken, aber es ist eine Kombinationsschlacht, die man nicht blocken kann. Ziemlich dreist. Also, wir haben ja auch was für dich, meine Freunde! Aus alten Zeiten! Ja, so könnte man es auch machen. Ja! Zack, zack! Mal habe ich sehr starke Probleme mit diesem Kampf. Aber mit dem Schwert, das ich habe, ist es einfach. Einfacher. Nicht zu einfach. Wenn ihr ein anderes Schwert habt, ja, viel Spaß wünsche ich euch. Und für die, die mit einem Normalschwert kämpfen, die arbeiten hier sich zu Tode. Das war's! Oder? Halloween Town. Auch da ist so eine Maschine. Und das verwandelt Shion nochmal. Natürlich mit anderer Musik wieder. Wow! Sie wandelt sich nicht selber, sie wechselt durch verschiedene Schlüsselschwerter. Und was? Sie erhöht auch ihre HP! Na toll. Das wird ein Spaß. Weil ich weiß, war diese Form von Shion ganz schön hart. Sie hat generell Schutz vor allen Zuständen. Auch vor jeder Magie. Weg von diesem Schlag, von diesem Wirbelwind. Wenn der euch trifft, das ganz schön reinhauen. Da schlägt sie nämlich auf einen bestimmten Punkt, genau auf den. Und jetzt setzt sie Ragnarök ein! Ragnarök! Autsch! I-A! U-A! I-A! Das setzt mich ja schon mit fast ein Schluck tot. Wer ich diese Technik kenne, Tja, wer Kingdom Hearts 1 geschaut hat, dann weiß es. Shion, dein Moveset kommt mir bekannt vor. Hey! Oh je. Ich frage mich, ob man das blocken kann. Ja, es leckt ein bisschen. Es sind halt sehr viele Geschosse. Und nein, das kann man nicht blocken. Habe ich auch mal gerade probiert. Okay. Aber man kann sich zwischendurch mal heilen. Komm schon, komm schon. Okay, man kann es wirklich nicht blocken. Ah, die verfolgt 1 und 3. Das ist ein richtig fiese Dinger, das. Einen verfolgen, bis man tot ist. So, Schutzengel wurde ausgelöst. Ich glaube, man sollte von Shion nicht weit weg, weil sonst setzt sie das ein. So, ich kämpfe mit dir, ja. Wenn das Letzte ist, was ich tue. Ha! Ah, nerv nicht. Gut, ich werde mich von dir nicht so weit entfernen. Wenn das so ist. Halt! Oh, meine Güte. Auf diesen Kampf habe ich lange gewartet. Oh, yeah! Ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal hier gehangen bin. Eine Stunde oder so. Kein Witz.
Ah, während sie das macht, kann ich... Moment, man konnte sich irgendwie verschrecken. Ich glaube, diese Steine. Die sind ja nicht umsonst da, ne? Weg, 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 weg. Ah, oh, das war voll klein, so dreist. So, schieß mal her. Ich bin jetzt im Felsen. Mal probieren, ob die herkommen, die Dinger. Ne? Nicht alle. Nicht alle. Das ist interessant. Ne? Ein Kampf ohne Vitra und so? Nein, danke. Auf das hätte ich keine Lust hier. Ah! Könntest du auch mal was anderes einsetzen? Man kann das ja nicht mal countern. So. Du hast Limit? Ich habe auch eins für dich. Ein Ragnarok ist ein Limit, meine Meinung nach. Was gibt es? Oh, ich muss aufpassen, ich habe keinen Schutz mehr, ne? Ups. Merke ich jetzt erst. Ah, sie regeneriert sich. Das ist auch ziemlich böse. Das kann man nicht verhindern. Nur den Ball. Ich mag die Technik nicht gegen mich. Ich mag sie, wenn ich sie selber einsetze. Ja. Aber gegen mich? Au. Mag ich sie eher nicht so. Ist doch verständlich, so stark wie sie ist. Da leckt sogar Arthritis. Will ich sagen. Nein, das ist ein Nintendo Ding. Komm schon. Ich mag diesen Wirbelwind nicht. Ich hab dich bald. Nur noch eine Leiste. Falls sie sich nicht wieder hochhält. Hups. Hey, hey. Sag doch, diese Form von ihr ist ziemlich stark. Okay, den Schlag kann man nicht blocken. Aber man kann ihn ausweichen. Generell ist Shion fast nicht blockbar. Das könnt ihr vergessen. Komm schon, komm schon, komm schon. Befehl. Eieiei, verfolgt mich nicht so dreist! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht! Nochmal? Wenn es sein muss. Au, au, au. Na schön! Da kommt die harte Art! Ha! Vor der Form habe ich immer Respekt. Noch eine? Na, danke. Diesmal ein Agrabaum. Dieses Ding hat Roxas aufgestellt. Die dritte Farm von Shion. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich sag noch Kingdom Hearts 1, ein optionaler Boss. Mit einmal Vita und einmal Vitra. Und da brauche ich vielleicht mal bei Zeiten Ether, das mich heilt. Und diesmal hat Shion nicht so viel AP, aber sie hat 4 Schwerter. Oder? Ja, das sind 4. Weg von diesem Wirbel. So. Komm mal her, Shion! Was mit dir auch immer passiert ist, nachdem der Chef Xemnas dich wieder mitgenommen hat. Ins Schloss. Okay, wenn ich volle LP habe, macht sie nicht so viel Schaden. Die Fähigkeit ist schwer, das ist richtig geil. Au. Die haut rein. Moment. Okay, auf Elixier warte ich noch ein bisschen. Okay, ich glaube, es wird Zeit. Ja! Setzt alles zurück. Ich bin nicht sicher, ob es mein Schutzengel wieder herstellt. Das weiß ich jetzt, hab gesagt nicht. Okay, jetzt weiß ich's. Es macht mein Schutzengel nicht wieder her. Okay. Ich setze da so selten ein, also nicht wundern. So, falls ihr einen Kampf verliert, müsst ihr nicht die ganze Reihe nochmal machen. Das wäre auch zu schwer. Finde ich. Eine Herausforderung gern. Oh, man kann es nur nicht blocken. Es ist so dreist, wenn man sie nicht blocken kann. Ich bin ein Blocker. Kein Ausweicher. Und ich sag, es wird noch ein Spaß in einem anderen Spiel, dass ich ein Blocker bin. So! Limit! Ei, 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 genau im Moment, wo sie zuschlug, nochmal weggeklitscht irgendwie. So, die Makinen werden allerdings nicht zurückgesetzt. Die muss ich wirklich durch ein Elixier wiederherstellen. Das Einzige, was wiederhergestellt wird, ist meine Limitleiste und mein Schutzengel. Mehr nicht.
Wenn es Magieprobleme gibt, tja, der Edelmetallmänner ist es da. Ups! Ja, sie macht nicht viel Schaden. Aber lassen Sie euch nicht täuschen, Leute. Das ist von meinem Schlichtschwert abhängig, dass ich nicht so viel Schaden nehme. Ja! Hast du gehört, Gian? So. Puh. Mit Limit geht das richtig fix. War's das? Es sieht so aus. Sieht irgendwie aus wie Dunkelheit. Okay. Wow! Guten Tag. Viel Spaß mit der HP-Leiste zählen. Ich werde mir jetzt hier durchkämpfen. Ich weiß nur noch, dass dieser Kampf sehr schwer war. Immer schön rumschweben. Hab ich das? Ja, fast nix. Außer wenn sie das sagt. Das ist nämlich Blitzka. Wenn sie mir sagt, this is all what they have got, macht sie Blitzka und jetzt kommt auch noch Aeroga. Hilfe! Wow, ein Haufen Laserstrahlen. Was einen ansieht! Musik ist nicht bei traurig. Wieder knapp. Das ist schon auszureichen, aber sehr schwer. Oh, nicht schon wieder dieser Wirbelwind. Best ist es da zu schweben. Zieht einen ganz schön an. Das Gravitas nervt auch. Das 50% meines Lebens abzieht. Weg da, raus da, raus, 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 au, ei, au, 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 ei, ei, ich hasse das. Danke, Schutzengel. Es gibt da ein paar Techniken, die sind einfach nur lustig. Yeah.
Volle KP hat, reduziert sich auch der Gravitas-Schaden. Das ist gar nicht. Georgion, weg mit dir! Ah! Tut mir leid, Georgion. Was musste sein? Again? It's weird. I feel like I'm forgetting something really important. You'll be better off now, Roxas. Am I the one who did this to you? No. It was my choice to go away now. Better that than to do nothing and let Xemnas have his way. I belong with Sora. And now I am going back. I need you to do me a favor. All those hearts that I've captured, Kingdom Hearts, set them free. Kingdom Hearts? Free them? No! Xion! Who else will I have ice cream with? How did this happen? Hmm?
Scheon ist Geschichte. Ist wahrscheinlich das Beste. Hol mir meinen Schlüsselschwertträger zurück. Hol mir Roxas. Tag 358. Glaube. Ab jetzt haben wir einen Schlüsselträger mit zwei Schlüsseln. Roxas wahre Macht! Schau sie hier an, die ist einfach nur geil! Es ist sogar ein bisschen hier regnet. Hat den Regen hier eingeschaltet. Diese Schwerter sind richtig geil. Falls ihr den Namen wissen wollt, Sterntreue und Memoir. Diese Schattenschalk halten alle 1,5 Leisten aus. Und ich schlag sie alle mit einem Schlag tot. Sollte ich nochmal gesagt haben. Roxas schwebt durch die Straßen, weg von der Organisation, nachdem er Shion besiegt hat. Falls gerade die Frage aufkam, warum sich Roxas nicht mehr erinnert hat an Shion? Ja, klar. Das hat Doc Namine gesagt. Wenn Sora zurückkehrt, kann sich niemand an sie ändern. Also ist Nebensache. Die Herzlosen kommen. Viele Herzlose. Los geht die Party! Will wir machen, ja? Ihr seid alle eingeladen für die Herzlosen-Party! Yeah! Hauptbremse ist angesagt! Ja, bitte! Da ist auch wieder da. Kurzer Platztausch. Wer bist du? Ist doch egal, ich bin deinetwegen hier. Warum versuchst du mich aufzuhalten? Weil ich den Rest von Soras Erinnerungen zurückhaben will. Den Rest, ja? Sora, 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 genau, genug von diesem Sora! Hast du einen Plan? Ich werde Kingdom Hearts freilassen, dann wird alles wieder so, wie es war! Musik hier ist nebenbei geil. Axel, ich und sie werden wieder Eis wieder andessen können. Sie? Meinst du Shion? Es fällt schon schwer, sich nur an den Namen zu erinnern, nicht? Gib her, ich will Memoir haben. Wie du auch sei, ich kann nicht zulassen, dass du etwas Verrücktes tust. Das muss genau der Richtige sagen.
Ich muss jetzt ins Feuerhof hin und Kingdom Hearts freilassen. Ich will Shion zurück. Ich will mein Leben zurück. Wenn du mit Kingdom Hearts Kontakt aufnimmst, bekommst du dein Leben auch nicht zurück. Die Organisation wird dich vernichten. Halt die Klappe! Besiege den mysteriösen Mann. Wo Asian steht da rechts oben, wie er heißt. Ah. Rico! Wups! Ich finde Sternenreue richtig cool. Schnelle Angriffsfolge. Und sehr gute Kombos. Boden auch in der Luft. Ja, und Rico ist auch top. Unterschätzt ihn nicht, Leute. Er kann gar nicht reinhauen. Oh, er kippt ein bisschen. Nervig. Y-Kombo von der Sterntreue ist wirklich schwer. Ah, jetzt habe ich es hingekriegt. Aber das ist nur eine Endkombo. Ich mag lieber diese hier. Ah, und Rico hat seine Macht aufgeladen. Das heißt, sein Schwert ist stärker. Hey, die Technik kenne ich woher. Nennt sich auch Sonic-Stoß. Ich frage mich immer, was dieser Lastwagen da rechts hinten macht. Wenn man jetzt sieht. Ah, den Sonic-Stoß kann man nur ausweichen. Nicht abwehren. Na schön, Rico. Du wolltest es nicht anders. Alle Beine machen Limit? Passt doch perfekt. Mal! Natürlich! Abschluss! Perfekt. Why? Why do you have the Keyblade? Shut up! You quit. Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Huh? Get real. Look which one of us is winning. So it's true. You really are his nobody. Guess Diz was right after all. What are you talking about? I am me. Nobody else! Riku, please! You have to stop him! How many times do I have to beat you? All right. You've left me with no other choice. What? I have to release the power in my heart. The dark power that I've been holding back. Even if it changes me forever.
I have accepted it. Das war ein Argument. Diz, he could feel Sora. Oh, he told you how he felt, did he? Ridiculous. And nobody cannot feel anything. If he had met Sora, things might have been different. Roxas, don't be sad. I came from you and Sora. I am you, the same way that I am Sora. You'll forget me, but the memories themselves will never go away. Memories of you and me will always be together, forever inside him. Tag 359, ein neuer Anfang. Irgendwo in einem Zimmer. Another dream about him. Maybe today we'll finally hit the beach. Im Hintergrund spielt nebenbei wieder die Simple and Clean Musik. Leider muss ich die immer wieder rausschneiden. Leider, Leute, Leute, leider, leider. Und somit endet Kingdom Hearts 358 und ein halber Tag. Wobei der halbe schon wieder der 359. war, ne? Ja, was soll man so sagen? Es ist eine Fortsetzung der Geschichte von Kingdom Hearts 1. Es erzählt die Geschichte von Roxas, der niemand von Sora ist. Wie er entstanden ist, erfährt man erst später. Also werde ich dazu nicht viel sagen, sonst würde ich ja Sachen kommen. Ah nein, die Sanctuary heißt die Musik. Sanctuary. Am meisten sagt das Programm, ey nein, die Musik darfst du nicht herhören lassen, weil Baum. Hier werden nochmal die Namen angegeben, wer wen gesprochen hat. Meine Synchronisation war es nicht die beste. Ich kann nicht so gut Stimmen verstellen. Tut mir leid, tut mir leid. Ja. Du willst auch mal nutzen. Ja, was soll ich sagen? Also, es ist etwas crazy, diese Geschichte. Es fängt alles mit Kingdom Hearts 1 an. Sora verwandelt sich in einen Herzlosen, dann wird er eingesperrt in Castle Oblivion, weil er seine Erinnerung verloren hat. Während er in Castle Oblivion unterwegs ist, erlebt hier sein Niemand, was das auch immer ist, eine andere Geschichte. Und diese Geschichten verknüpfen sich. Und dann ist auch noch Shion, die auch von Sora Erinnerung abstammt. Alles eine sehr crazy Story, die sehr komplex, verwirrend und was weiß auch ich immer ist. Aber es gibt einen Sinn auf Dauer, wenn man die ganze Serie von Kingdom Hearts kennt. Dann sage ich an dieser Stelle, während der Text hier runterläuft, die schöne Musik hier spielt, die ihr leider nicht hören dürft? Fragezeichen.
Ja, dürfen schon, man muss sie nur auf YouTube suchen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ich weiß nicht warum, aber immer bei Let's Plays, nicht nur bei mir, bei anderen auch, die haben Musikprobleme. Ich weiß nicht, was die haben dagegen. Ja, es ist ihre Sache. Es gehört ja schließlich den Programmierern, ne? Die haben das Recht darauf. Das ist Nebensache. Ich sage, bis zum nächsten Kingdom Hearts Projekt. Mal sehen, ob es gleich im Anschluss kommt oder auch nicht. Ich habe schon ein paar Parts aufgenommen von Kingdom Hearts 2, weil nach Kingdom Hearts 1 noch der Story zufolge kommt. Chain of Memories, das habe ich schon hinter mir. Dann hier das hier, 358 halbe. Und das nächste, was in der Klide ist, ist Kingdom Hearts 2. Und danach kommt sogar noch eins und danach noch eins. Meine Güte! Wobei einen werde ich sicher richtig Probleme kriegen. Ja, über das spreche ich später. Wenn es soweit ist, das wird noch eine lange Zeit dauern. Ich finde die Bilder hier links nebenbei cool, die man hier sieht. Ja, ich sage an dieser Stelle ciao und genießt den Scroll Down. Die schönen Bilder. Ich kann es nicht sagen, genießt die Musik. Weil die leider raus muss. Stimmt, ich wollte noch was zeigen. Fällt mir jetzt ein. Ich wollte noch was zeigen, ganz am Anfang des Let's Play, stimmt. Der Missionsmodus. Dazu komme ich gleich. Nur keine Stress. Weil der ist in diesem Spiel richtig gut geworden. Ich hab gewusst, ich hab irgendwas vergessen, aber ich wusste nicht mehr was. Immer das Kleinigkeiten. Typisch. Das war die Story von Kingdom Hearts 358 und ein halber Tag. Ja, was kann man zum Missionsmodus sagen, außer dass dieses Bild hier noch ist, was sehr interessant ist. Roxas trifft Sora anscheinend. Ende. Sieht richtig geil aus, dieses Bild. Was. So, wenn man jetzt A drückt, geht es weiter mit dem Optionsmenü. Also hier fragt er, will ich, ob ich noch speichern will. Ja, mache ich speichern. Und damit kann ich, ist jetzt hier eine Krone und damit kann ich sogar noch immer weiterspielen. Immer und immer wieder, wenn ich Lust habe. Ist halt für ein Handheld, da ist immer solche Sachen immer gut, von daher passt das. Und jetzt der Missionsmodus. Der Kinemodus ist die Story nochmal. In Kürze, wie lange die ganzen Sachen dauern. Also das ist halt die Story in Kurzform. Naja, Moment, wie lange dauert das? 6 Minuten, 18... Das ist sicher eine halbe Stunde Bildmaterial. Und hier der Missionsmodus. Hier kann man auswählen, Solo oder Mehrspieler. Mehrspieler geht über nur LAN, glaube ich. Internet, weiß ich nicht genau. Aber jetzt kann ich mal Solo und sage, jo, der erste Speicherung auf Stufe 49.
So, und jetzt ist lustig. Ich darf irgendeinen Charakter nehmen. Irgendeinen. Wirklich alle sind hier spielbar. Xemnas, Xigba, Xaldin, Vex, Lexaeos, Sexion, Sykes, Axel, Demix, Luxord, Maluxia, Laxen, Roxas selber, Shion kann auch spielen. Und Donald und Goofy. Ja, man kann Donald und Goofy spielen. Das ist interessant, aber ich wähle jetzt mal einfach mal so Donald. Einfach mal so. Und jetzt kann man natürlich auswählen, was für Waffen er so auswählen hat. Also Tafeln gibt es hier auch. Welche Stufe er hat, welche Waffe, ob er Schutzengel haben soll. Solche Sachen. Und Donald ist halt das typische Magier. Rang ist Legende. Und hier sind die Holo-Missionen. Man kann sogar hier noch in den Mogri laden. Hier kann man auch schmieden, falls man Lust hat. Und es gibt hier erst Items, wenn man das Spiel beendet hat. Die sind jetzt hier. 100% Lichtwiderstand, 100% Blitzwiderstand, 100% was weiß ich auch immer Widerstand. Und dann gibt es auch noch Extremum. High Erfahrungsboost, das ist, wenn ihr wirklich sehr schnell leveln wollt. Hexenchaos. Schadenskontrolle. Elementarfluch, will heißen. Macht mehr Schaden, bekommt aber mehr Schaden durch Elementare. Kaiserkrone. Und was da alles auch gibt. Also, ich finde das cool, dass mit den Items, dass sie erst nach dem Spiel kommen, aber irgendwie auch wieder unnötig. Natürlich kann man wieder hier einen Feldfreigeber kaufen. Mach ich einfach mal so. Von Mokri. Und der nächste Feldfreigeber kostet 50.000 Punkte! Alter Schwede! Egal, ich mache jetzt einfach mal die Holomus in die erste mit Donald. Einfach so. Also ich muss Start drücken. Scharlachrote Tango sind unterwegs. Okay, Start. Nicht A, Start. Und da spiele ich einfach mal so Donald. Quack! Das Coole ist, dass er auch seine Sprachausgabe hat. Die englische natürlich. Das klingt irgendwie crazy. Ganz was anderes. Kingdoms 358 als Donald. Yay! Das hier sind Portale, wenn man Mehrspieler-Modus spielt. Dann müssen beide Spieler dastehen, damit die beide auch durchgehen können. Tja. Und das ist der ganze Missionsmodus. Das Coole ist, dass man wirklich jeden spielen kann. Donald und Goofy gehen erst, wenn man die Story beendet hat. Das hier sind Extra-Punkte, die man erhalten kann. Tja. Und das ist es dann auch. Noch ein paar Kämpfe, einfach so. Guten Tag, Herzlose! Ich zaube hier mal ein bisschen rum. Da Donald der Magier ist, sollte es hier ein bisschen abgehen. Blitzer! Yay! Natürlich ist Donald nicht gerade der physische Angriff des Dienst, ist ja klar. Aber trotzdem, es geht. Es ist einfach nur lustig, dass man Donald spielen kann. Ja, ich sage Tschüss, Ciao und man sieht sich. Quack.